Hallo Leute, willkommen beim ATS und bei einer neuen Folge von The Story. Ja, ich bin jetzt hier direkt auf dem Weg zum Kunden, zum neuen Kunden. Befinde mich noch in Alexandria, habe mein Päusle gemacht bzw. die Nacht hier verbracht und ja, konnte mir gestern Abend noch einen Auftrag, ergattern hier. Und ja, insofern alles gut. Wenn das hier soweit stimmt, geht die Tour nach Jackson im Bundesstaat Mississippi. Und das sind so, oder sind wohl 236 Meilen. Und um genau zu sein, für alle, die, wie gesagt, die es in Kilometer wissen wollen, 380 Kilometer roundabout. Und ja. So wie dazu. Fracht werde ich wo drauf kriegen. Wenn das so alles stimmt, wie gesagt, immer unter Vorbehalt. 17 Tonnen an Leergut und vergütet wird das Ganze dann mit 1415 Dollar brutto. Jawohl. Wenn ich hier irgendwann mal hier, ist ganz schön was los hier, Leute. Das mal an, ey. So früh am Morgen. Ja. Und so viel hier an Verkehr. Mein Gott. Einmal hier um den Apfel fahren. Ich bin ja quasi hier ein paar Straßen weiter, habe ich da gehalten, beziehungsweise habe ich da Päusle gemacht. In 200 meters, turn left. Oh. Turn left. Wollen wir mal jetzt hier rauffahren? Ja, Leute, und über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ne? Wie gesagt, das wird mich dann ein Stück weit nach vorne schießen. Und ja, wenn ihr irgendwas habt, dann ab in die Kommentare. Ne, wird alles natürlich beantwortet soweit. Und ja, wie gesagt, ich bin immer für konstruktive Kritik, bin ich immer offen. Und haut alles Mögliche rein, was geht. Ne? Ich werde das so gut wie es geht dann beantworten. Ja, im Übrigen bin ich auch im ETS 2 unterwegs, auch mit einer Story wie im ATS hier. Vielleicht wissen schon die einen oder anderen das. Und ja, immer im Wechsel, alle zwei Tage. Und ja, also, lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Abonniert einfach meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und in diesem Sinne, vielen Dank an euch im Voraus für euren Support. Jetzt werde ich mal sehen hier, ob ich hier reinkomme oder nicht reinkomme, weil so langsam hat der Arzt hier die Faxen dicke. Komm, lass mich mal da rein jetzt hier. Seid mal nett. Da kommen ja immer mehr Autos und immer mehr Autos und immer mehr Autos. Der nächste biegt auch wieder ab. Aber ich mache das anders, wisst ihr das? Du wartest jetzt schön. Du wartest jetzt schön. Mensch, doch. Muss ja drehen. Ihr lasst mich ja nicht durch. Also muss ich das hier irgendwie machbar machen. Ich hoffe, da komme ich jetzt durch. Rum. Ne, komme ich nicht.
Mein Gott, lässt mich da keiner durch, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wirklich. Ja, mach ich doch. Letztendlich bist du immer der Gelackmeierte hier, echt. Wenn man sich hier nicht ein bisschen hier durchsetzt, dann hast du hier nichts zu lachen, ja. So, okay. Dann werde ich mich mal anmelden. So läuft das hier. Okidoki, Leute. Dann würde ich mal sagen, bis gleich, ne? In alter Frische. Jo, dann werde ich mich mal reinstellen, ne? Der hat Plätzle hier gekriegt hier. Und ja. Wir schauen mal. Noch noch nicht. So, da angedockt, soweit so gut, passt soweit, alles gut. So Leute, dann können die dann anfangen, wieder das Leergut da ja, drauf zu packen, die 17 Tonnen. Okidoki. Ich bin jetzt mitten bei der Abfahrtskontrolle, wie ihr sehen könnt. Ja, alles Taco. Hinten habe ich schon zugemacht. Alles Taco, die Ladung ist auch so, wie ich es euch gesagt habe, mit den 17 Tonnen Leergut. Alles gut. Geht auch nach Jackson, wie ich euch gesagt habe. Stimmt auch. Ja, alles soweit. Ja, alles soweit Taco. So, hier noch. Ja, und das wär's dann. Können wir dann soweit dann jetzt gleich einsteigen. Sonne geht schon auf hier. Alles gut. Jo. Wetter, naja. Bisschen bewölkt, ne? Aber soll's. Nützt ja nichts. Ob es regnet, ob es schneit. Ob die Sonne scheint, na gut, schneien muss ich nicht haben, aber gut. So, ach klar, das hätten wir auch. Sehr schön,
Papiere haben wir auch soweit. Jo. Köfke haben wir voll getrunken, aber machen wir so und so dann wahrscheinlich unterwegs noch ein bisschen halt. Also nochmal alles zusammengefasst. Wir fahren jetzt nach Jackson im Bundesstaat Mississippi. 236 Meilen haben wir vor uns, oder sprich 380 Kilometer roundabout. 17 Tonnen Leergut haben wir drauf und vergütet wird das Ganze mit 1415 Dollar brutto. Sehr gut. Okay, dann würde ich mal sagen, let's go nach Jackson, ne? Wollen wir mal. Ach ja, bin ich ein bisschen zu weit nach vorne gefahren. Atze. Ja, ja. Auch nicht das Stoppschild mitnehmen, ne? Turn left. Hier ist so was los, ne? Mein Gott. Das ist ja Wahnsinn, ja. In 200 meters, turn left. So, hier auf Spur kommen, ne? Turn left. Bis in die Straße hier einsehen können. In 200 meters, turn right. Turn right. So, bis hier sind wir schon mal gekommen. Jo Leute, so sieht's aus. Halb acht haben wir gleich. Können wir uns nicht beschweren. Können wir uns nicht beschweren. Aber über den Verkehr können wir uns ein bisschen beschweren hier. Mensch, du! Hast keine Augen im Kopf oder was? Falschen Gang jetzt wieder eingelegt, ey. Vor lauter Schreck hier wieder. Das gibt's doch gar nicht, ey. Mein Gott, nochmal. Kann ich. Sonst wegen kloppen den Kerl, wirklich. Unglaublich. So, mein Gott.
Ist doch wahr. Es war leer gut, aber es sind trotzdem 17 Tonnen, ne? 17 Tonnen sind 17 Tonnen, ne? Junge, 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 Junge. Turn left. Eieieiei, hier ist aber auch ganz schön was los, ne? Was ist bloß los heute hier? Verkehr, Verkehr, Verkehr. Himmel. Extrems was los hier, wa? Ja, ich würde ja jetzt hier fahren, aber ja. So, jetzt können wir so sagen, auf Spur, ne? So, jetzt haben wir Geschwindigkeit drauf hier. Der hat keinen Hänger dran und fährt nicht schneller. Was soll das? Jetzt vergibt er wieder Gas. Bremst mich wieder aus. Das kann nicht angehen, du. Mensch, Leute, was ist denn los mit euch? Oder? Sehe ich das verkehrt? Oh. Use the right exit ahead. In 200 meters, turn right. Turn right. Thank you.
Oh, Polizei. Eieiei. Hier geht's ja schön geradeaus hier. Hab ja soweit nichts gehört bislang. Von George und von Molly auch nicht. Ja, mal schauen, ne? Was sie so treiben. Will ich die mal nachher mal anrufen, nach Feierabend oder Abend mal, wenn die sich nicht vorher melden. Ja. Alles so beim Rechten ist, hat man ja immer, ne, ist man ja immer mit dem Gedanken so bei denen, ne, ist ja klar. Eine ganz klare Kiste. Zumachen. Hier nachts durchzufahren, da siehst du aber auch nichts so. Ein bisschen mehr Gas geben hier. Schauen, ob wir irgendwo hier anhalten können. Schauen wir mal, wie sich das so, ob sich da was ergibt oder auch nicht.
Ist ja unglaublich, ey. Wir sind ja dann schon nach dieser Tour in Mississippi. Sagenhaft. American Coach. Yo. So. State Patrol hier zu meiner Linken. Aufpassen. To the left and then turn left. Turn left. Jo, dann turn wir mal left. Kaum losgefahren ist die Ampel schon wieder auf Rot. Aber Spielchen kennen wir ja mittlerweile, ne? Ja, ja, so ist das. Ganz feines Ding, ganz fein. Oh, Scheiße. Muss mal gesagt sein, werden. Denkst du, du schaffst das noch? Willst du noch mal kurz Gas geben? Nein, nix. Mensch, ey. Das ist doch jetzt wirklich. Machen die jetzt extra? Oder was ist hier los? Irgendwo anhalten hier? Nee, ne? Will ich nicht, ne? Keine Chance. Turn right.
Ja, gleich. Nachdem die Ampel wieder auf grün umgesprungen ist, natürlich. Vorher geht's leider nicht. Würde ich ja gerne machen. Kommt da was? Oder kommt da nichts? Dann können wir ja Gummi geben, ne? Jetzt scheint ja ziemlich leer zu sein. Ach ja, die Ampeln, ne? Was habe ich das mit den Ampeln immer? Wenn du einmal eine Rotphase mit Chris, dann kriegst du alle direkt. Alle direkt rein. Use the left lane ahead. Sehr schön. Nein, 236 Meilen sind ja noch nicht abgefrühstückt, ne? Oh, ein Flugzeug. Ja, vorne. Da. Zum Landeanflug. Ja, wie soll es denn sonst anders sein hier? Einmal zum Wegen, bitte. Navigation resumed. So, I'm stopped.
So. Okay, okay. Will ich mal hier Polster einlegen hier, weil Pause muss ich ja machen, gibt's ja nichts. Mal ja, mal drehen hier. Weil ich dann sonst dann nicht gerade optimal stehe, ne? Will ich mal sagen. Ich bleib da mal erstmal hier so stehen, Leute. Mach mir ein Käffchen hier fertig. Und ja, mach mein Päusle, ne? Okidoki. Bis gleich dann mal. So. Wow, da ist er wieder. Flughafen hier. Alle zum Flughafen. So, ich habe ein bisschen jetzt die Beine vertreten. Und jo. Alles gut. Häusler gemacht, Käffchen getrunken. Und ja. Jetzt geht's mir auch ein bisschen besser. Ich ja gar nicht angezogen gehabt. Schande über mein Haupt. Oder doch? Hatte ich die wieder gelöst gehabt? Weiß ich jetzt nicht. Ist ja egal. Ich stand ja dabei. Ist ja alles gut gewesen hier. Und pünktlich, ich fahr los, Leute. Was sehe ich da? Regen. Quietscht noch ein bisschen die Scheiben, weil die trocken sind. Trocken. Ja, ehrlich, oder? Müssen wir mal zugeben, ne? Alles gut, echt. Alles gut. Haben noch jetzt knappe 60 Meilen vor uns. Jo. Lässt er mich? Gut. Wie das kommt. Als ob die gewartet hätte, die Wolken da so an, fährt los. Jetzt können wir erstmal Regen, ja. Regen angesagt, bis zum geht nicht mehr. Ja, wir lassen uns hier nieder. Ja, sicher. So muss das sein. Ach nee, Leute. Sie verhext manchmal, ne? Wie verhext.
Mississippi, welcome to Mississippi. Yippee-yay. Und die bremsen immer so abrupt immer ab, du. Die Strategen. Das ist immer eine Wonne. Das ist immer eine Wonne. Und sind ganz schön schnell unterwegs, da die Kollegen, ne? Also, da kennt ihr ja nichts. Bei der Witterung, also weiß ich nicht. Da so rasen sollte, sei mal dahingestellt. Ich fahre ja schon schnell, bin ich der Meinung. Also. Ob das nochmal aufhört oder ob das jetzt durchregnet, bis wir da sind. Jo. Schauen wir mal. Da hinten ist zwar ein bisschen vorne, besser gesagt, ist ein bisschen hell, aber soll nichts heißen, ne? Use the right exit ahead. Keep to the right, and then turn right. Turn right. Ja, gleich da. Da in Jackson sind wir schon mal. Jackson. Turn left. Jo.
Da wären wir auch schon, ne? Jetzt habe ich natürlich den falschen Eingang hier angefahren. Oh, fahren wir schön hier ran jetzt hier. So. Oh, hat ja aufgehört zu regnen mittlerweile. Habe ich ja gar nicht mitbekommen in meinem ganzen Wahn hier. Das ist ja Wahnsinn. So, ein Stückchen vorfahren hier. Hello, sir. Where is the registration, please? Hello, please register there. Okay, thank you. Ja, hup dir mal. Immer hupen. Also dort drüben, sagt er. Okay, dann werde ich mich mal hier dezent hinstellen. Und, ach da. Jo. Dann werde ich mich mal dezent hier trotzdem hinstellen und, jo. Schau mal, ne? Hier störe ich ja keinen, ne? Oder? Nein. Alles gut. So, Leute. Ich sag da mal bis gleich, ne? So. Angemeldet bin ich jetzt. Stellplatz habe ich jetzt auch bekommen. Wunderbar. Läuft ja. Okidoki. Unten nicht klein, können wir wieder anmachen. Fahren wir mal dort drüben hin. Und stellen uns ans Tor. Was macht der denn hinten da? Macht er da sauber da oder was macht er da? Herr Kamerad. Aha, naja gut. Ja, nicht, dass er jetzt da runterfällt, ne, wenn ich jetzt komme. So. Angedockt. Ah, noch nicht so. Was ist denn damit los? Was ist denn da passiert? Ich frage lieber nicht. So. Oh ja. Alles klar, ich bin drin. War nur eine kleine Korrektur.
die wir nun jetzt vollbracht haben. Und alles ist schick. Ja, ja, alles gut. So. Atze ist da. In Jackson, in Mississippi. Mit seinen 17 Tonnen Leergut. Sensationell. Na dann, sollen sie jetzt mal machen. Bis gleich dann mal. So. Das dauert wohl noch ein bisschen. Und ja, er macht da die Graffiti-Sachen da weg, glaube ich. Putzt die weg. Ja, ich würde mal hier fragen, ob ich jetzt hier irgendwo, ja, wie was genehmigen kann, ne? Ein Eis? Ne, ein Eis nicht. Ein Käffchen, ja. Jederzeit. Mal sehen. Wie lange das noch dauert hier. Und dementsprechend, ja, müsste er dann auch nicht mehr dabei sein. Ihr wisst ja, wie das dann so abläuft hier. Kurz zur Dispo und dann, ja, Drops ist und so gelutscht und dann ist Feierabend angesagt, nicht wahr? So ist das. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Das wäre sensationell. Ne? Wenn das euch soweit gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like, wisst ihr ja, und Kanalabo wäre auch sensationell. Okay, in diesem Sinne, wisst ihr Bescheid, bleibt gesund, haltet die Stoßstangen sauber und allzeit gute Fahrt. Bis dahin, euer Atze Gaming. Ciao.